geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich hatte ja eigentlich nicht vor, zu dem Thema auch noch zu reden, aber ich muss sagen, die Selbstgerechtigkeit, mit der hier einzelne Vertreter der Magistratskoalition auftreten, hat mich doch ein wenig erschüttert. Ich bin ja schon geradezu froh, dass Herr Geselle wenigstens eingeräumt hat, dass das keine ideale Konstruktion auf Ewigkeit ist, sondern dass man irgendwann auch mal ohne einen solchen Zusi auskommen muss. Aber ich finde es tatsächlich insgesamt schon beschämend, wenn Angehörige einer sozialdemokratisch geführten Magistratskoalition es für die größte Selbstverständlichkeit der Welt halten, dass die Beschäftigten eines Krankenhauses oder einer Krankenhausgesellschaft in de facto öffentlicher Trägerschaft, wo die Stadt Kassel nach wie vor Mehrheitseigner ist, einen Teil ihres Lohnes als zinslosen Kredit dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen, dass das als Selbstverständlichkeit angesehen wird, das ist nun wirklich unglaublich. Und dass wir das skandalisieren, dass wir dieses Modell für falsch halten, dass wir der Meinung sind, dass man Leute tatsächlich einfach normal, vernünftig nach Tarif bezahlen sollte, gerade angesichts eines Fachkräftemangels, den es tatsächlich bundesweit gibt und den es auch hier in Nordhessen gibt. Das sollte Sie doch wohl nicht überraschen. Insofern würde ich doch mal sagen, wenn wir hier über Beschäftigungspolitik im Gesundheitswesen reden, dann sollten wir endlich über eine Aufwertung von sozialen Erziehungsdiensten sprechen, dann sollten wir auch über eine Aufwertung der Tätigkeit von Pflegepersonal sprechen und nicht darüber, Leuten auf solche Weise den Lohn zu kürzen und sich das dann als Erfolgsprämie nachher dann irgendwie zurückzuzahlen. Also so geht es nicht.